ich denke, wir haben unser Ziel erreicht, sage ich mal. Wir wollten oder haben uns vorgenommen, 20 Punkte zu holen, haben 23 Punkte geholt und so wie sich auch die Mannschaft präsentiert hat, können wir stolz drauf sein und macht uns natürlich auch glücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Haben aber noch ein Spiel und das Spiel wollen wir, oder in dem Spiel wollen wir auf jeden Fall punkten. Kann man auch sehr positiv zurückblicken. Wir haben auch gute Hinrunde gespielt. Wir haben auch 20 Punkte eingeplant und am Ende sind 23 gekommen, wo ich mich auch selber sehr freue. Man sieht auch, dass wir auch uns sehr entwickelt haben. Die Mannschaft ist auch lernfähig, haben wir gesehen. Aus unseren Fehlern haben wir gelernt und dementsprechend letzte 8 Spiele sind wir sehr, sehr konzentriert, diszipliniert gespielt. 18 Punkte, 15 Punkte gesammelt und man sieht auch, dass wir auch in der Lage sind, kontinuierlich zu punkten. Ich habe nichts dagegen, wenn er weiter so bleibt. Die Mannschaft ist gefestigt. Man sieht, man hat ein Team auf dem Platz. Nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern wirklich der eine für den anderen fightet. Und ich glaube, dass der Funke auch auf die Ränge springt. Und das ist extrem wichtig. Ich freue mich, dass wir auch natürlich eine Mannschaft mit Charakter haben und du begleitest uns seit ein paar Jahren. Man sieht auch, dass wir auch nicht zum ersten Mal diese Mannschaft oder diesen Charakter haben. Das spricht auch nur für uns, weil wir vermitteln das, wir leben das vor und ich denke, dass wir auch als Einheit richtig gut harmonieren und funktionieren. Dementsprechend, ich freue mich immer bei jedes Mal, wo wir auch Charakter zeigen und das ist auch sehr wichtig für diese Saison, weil die Liga ist absolut ausgeglichen und ohne Charakter, nur mit Qualität schaffst du nicht Ziele zu erreichen. Es wird ähnlich wie gegen St. Pauli. Also es wird ein kampfbetontes Spiel. Dynamo Dresden hat einen Lauf, ja, die letzten Spiele gewonnen, auch glaube ich nur ein Gegentor in den letzten Spielen bekommen, sind extrem stark bei den Standardsituationen. Momentan wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft, die einen Lauf hat und wir wollen natürlich dagegen halten und wollen natürlich besser starten als in der Vorrunde. Wird auch ein Spiel auf Augenhöhe. Klar, Dresden hat jetzt dreimal in Folge gewonnen. Wir sind aber auch letzte 8, 9 Wochen richtig gut unterwegs. Dementsprechend wird auch sehr interessante und sagen wir so, ausgeglichenes Spiel, auch körperbetontes Spiel. Klar, leider fehlen uns jetzt Stoppelkamp und Boris Tasche, die wo auch sagen wir so, Torgaranten sozusagen bei uns sind. Aber wie ich denke, auch in einem Spiel sind wir in der Lage, auch zu Hause zu kompensieren, auch mit vielen Emotionen, mit Leidenschaft, Wille. Und das werden wir auch versuchen, das Jahr 2017, wo auch sehr erfolgreich für uns war, auch erfolgreich zu beenden.